Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter zum zweiten Video am heutigen Freitag. Ja, ihr seht schon, ich habe geschrieben, die Winteruhr tickt langsam. Wir befinden uns ja jetzt im Februar. Das ist ja im Grunde der Hochwintermonat. Und wir wollen einfach mal ein bisschen schauen, wie geht es nächste Woche weiter. Und ein grober Trend der Wetterlage bis Ende Februar. Was wird da momentan von den längerfristigen Wettermodellen berechnet? Schauen wir jetzt aber natürlich erstmal ein bisschen zurück. Wir haben ja schon 2 Monate des Statistikwinters hinter uns. Berechnet wird da immer für den Dezember, Januar und Februar. Das ist sozusagen der Statistikwinter. Und momentan stehen wir im Deutschlandmittel dabei 2,8 Grad plus 2,8 Grad natürlich. Und das ist, wenn wir das im Vergleich zu den Klimamittelwerten sehen, sogar nach dem neuesten Klimamittel 1991 bis 2020 ist das deutlich überdurchschnittlich. Nicht verheimlichen soll man natürlich auch, dass es vor allem in höheren Lagen ja doch mal ordentlich Schnee gab. Es herrscht ja in Teilen von Deutschlands Winter, vor allem auch Richtung Alpen oder beispielsweise auch im Erzgebirge. Da ist es richtig tief winterlich oder im Bayerischen Wald. Die höheren Lagen, die haben ordentlich Schnee bekommen. Fürs Tiefland war praktisch so gut wie nichts dabei bisher, außer mal kurze Episoden. Vor allem war es ja mal so um Weihnachten herum, besonders so im Norden und im Osten, doch mal einige Zeit winterlich kalt mit auch einer Schneedecke. Ja, ich zeige euch immer gerne eine Grafik dazu. Das ist seit 1881 die kältesten und die mildesten Winter. Ihr seht auch, was ein wirklicher Eiswinter bedeutet, ein richtig eisiger Winter. Der kälteste Winter seit Beginn dieser Wetteraufzeichnung 1881 war 1962, 1963. Und ihr seht, wenn wir aktuell bei plus 2,8 Grad liegen und jetzt auch der Februar nichts mehr groß reißen wird, dann könnten wir sogar noch, natürlich spekulativ, sogar im Bereich der 10 mildesten Winter seit Beginn dieser Wetteraufzeichnung kommen. Wir schauen jetzt natürlich auf die Aussichten und wenn wir da mal so beginnen, heute Morgen im Video auch zur Sturmlage, ich verlinke euch das nochmal hier oben, hatte ich ja schon so bis Dienstag gezeigt. Deswegen beginnen wir am Mittwoch, wo wir erstmal in einem warmen Sektor liegen. Wir sehen aber schon, eine Kaltfront lauert auf dem Atlantik. Wir liegen aber im Zustrom doch für Februar insgesamt recht milder Luftmassen und dann am Donnerstag wird die Kaltfront wohl durchschwenken. Wir sehen aber auch, dass alles unter recht hohem Luftdruck, das heißt mit recht wenig Wetteraktivität, und dann am Freitag gelangen wir wohl wieder auf die Rückseite. Es ist wieder so eine Hochrandlage zwischen dem Hoch und zwischen dem Tief, das heißt in einer leicht unbeständigen nordwestlichen Strömung. So wird sich das so darstellen mit einem ersten Trend mal so von Mittwoch bis Freitag nächste Woche, dass uns am Mittwoch eben leicht unbeständiges Wetter bevorsteht. Vor allem so nach Süden hin sollte es recht freundlich und trocken werden, nach Auflösung örtlicher Nebelfelder. Es ist insgesamt sehr mild für Februar mit häufig doch auch zweistelligen Höchstwerten. Am Donnerstag zieht dann diese nicht allzu stark wetteraktive Kaltfront von Norden nach Süden durch. Damit gehen die Temperaturen vor allem in der Nordhälfte schon wieder ein bisschen zurück. Und am Freitag steht uns dann die Rückseite bevor. Es kann vor allem so in der Nordhälfte oder im Osten und im Süden auch mal Schneeregen und Graupelschauer geben, auch mal bis ins Tiefland, hat aber nichts mit einem wirklichen Wintereinbruch zu tun. Die Temperaturen gehen, wie gesagt, dann bis Freitag hinter dieser Kaltfront noch ein bisschen wieder zurück, aber eben nichts wirklich Winterliches, kein Dauerfrost, höchstens in den Nächten dann mal Frost. Schauen wir mal so einen Trend Richtung nächstes Wochenende dann, also nicht jetzt das Wochenende, sondern darauf das Wochenende. Wir sehen, es wird vom Ensemble Mittel berechnet, vom ECMWF-Wettermodell, dass wir doch eher unter Hochdruckeinfluss liegen. Natürlich kann da auch wieder so eine Hochrandlage bei rauskommen, dass wir eher in einer leicht unbeständigen nordwestlichen Strömung liegen, mit der es auch mal noch ein paar leichte Niederschläge gibt. Insgesamt deuten sich aber keine großartigen Niederschlagsmengen an, sowohl jetzt von Mittwoch bis Freitag als auch am kommenden Wochenende. Es werden, wenn eher, wohl die leichten Niederschläge sein und insgesamt wohl etwas kühler dann so Richtung nächstes Wochenende. Aber ich sag's leider mal wieder, kein richtiger Wintereinbruch für die richtigen Winterfans. Ist da wohl auch dann übernächstes Wochenende nichts dabei. Jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen zum Spekulationsbereich. Ich will vorher nochmal sagen, ich habe schon vieles erlebt. In vielen Jahren jetzt, wo ich das Wetter beobachte und Wettermodelle schaue, ab Tag 10 im Grunde kann sich immer alles tun, wenn man das mal so einfach sagen will. Ich habe schon oft erlebt, da ist selbst im Glaskugelbereich der Wetterkarten nichts zu erkennen und plötzlich so ab Tag 7, Tag 8 deutet sich doch eine grundlegende Umstellung der kompletten Großwetterlage an. Das kann immer passieren. Wenn wir jetzt in diesem Bereich schauen, so über Tag 10 hinweg, Tag 10 bis Tag 14,
dann ist das natürlich immer das, was die Karten momentan berechnen und maximal ein grober Trend. Wie gesagt, ich sag's nochmal, ab Tag 10 ist prinzipiell immer alles möglich, da sind eben auch Überraschungen drin. Dennoch schauen wir uns mal die Mittelwerte an, was so aus über 50 Lösungen berechnet wird. Und es deutet sich schon an, dass wir eher in einer maximal zonalen Wetterlage liegen, das heißt weiterhin eher vom Atlantik geprägtes Wetter, was übersetzt heißt, dass kein richtiges Winterwetter im Tiefland zu erwarten ist. Tendenziell wohl eher etwas mehr Hochdruckeinfluss, wobei sich bei dieser Lage natürlich immer die Frage stellt, wie weit greifen doch mal Tiefausläufer von Norden zeitweise auf Deutschland über. Das kann man nicht sagen. Es geht bei diesen längerfristigen Trends nicht darum, ob es in Berlin an Tag X regnet und trocken bleibt oder ob es in Köln 5 bis 10 Grad gibt. Nein, da geht es um großräumige Strukturen der Wetterlage. Wie gesagt, es deutet sich eben eher an, dass wir in einer zonalen Wetterlage liegen oder sogar unter Hochdruckeinfluss, aber insgesamt wohl eher mild bis maximal kühl. Kein richtiges Winterwetter fürs Tiefland und insgesamt wohl auch nicht allzu viel Niederschlag. Wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, dann, und da blicken wir jetzt mal auf die 46-Tages-Vorhersage des ECMWF-Wettermodells, das ist nämlich jetzt mal so der Trend für die letzte Februar-Dekade, das heißt so für Ende Februar, was da berechnet wird. Und wenn wir uns da den Luftdruck anschauen, dann sehen wir schon, dass es im Grunde keine großartige Änderung geben soll. Weiterhin wird eher so etwas eine zonale Wetterlage berechnet und mit großer Wahrscheinlichkeit wird kein Wintereinbruch nach diesen Karten bevorstehen. Das schließt nicht aus, dass uns immer mal, wenn die Tiefs eben auch mal nördlich an uns vorbeischwenken, dass mal eine Rückseite mit Kaltluft Deutschland erreicht. Tendenziell aber wohl eher trockeneres Wetter, das heißt unterdurchschnittliche Niederschläge, werden momentan vom ECMWF-Wettermodell berechnet. Und wir sehen auch ganz gut, dass an der Verteilung, was temperaturabweichungstechnisch berechnet wird, das sind mal die Abweichungen dann, die 7-Tage-Abweichungen der Temperatur. Wir sehen auch Skandinavien überdurchschnittlich für den Hochwintermonat Februar, dass dort die Abweichungen am größten berechnet werden vom Klimamittel. In Deutschland ist so eine Spanne, die wir im Grunde auch im Januar schon hatten. Das ist vor allem nach Süden und Südwesten hin und das deutet darauf hin, dass hier wohl auch mehr Hochdruckeinfluss dominiert, teilweise eine Inversionswetterlage, dass es dort gar nicht so große Abweichungen gibt. Je weiter man nach Norden ist, desto mehr ist auch häufiger mal Wind dabei und Meeresluftmassen, desto größer sollen die Abweichungen sein. Also es deutet momentan einfach nichts darauf hin, dass es im Februar noch einen größeren Wintereinbruch oder Kälteeinbruch gibt. Und ich sage nochmal, das schließt nicht aus, dass uns eben auch mal Kaltluft erreicht oder dass es sogar mal bis im Tiefland schneit. Das ist eben momentan der großräumige Trend nach den längerfristigen Wettermodellen. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, nochmal in Ensembles, die gehen jetzt so etwa bis zum 18. Februar. Und da habe ich einmal was für den Norden herausgesucht. Das ist ja immer, sind ja doch mal einige Unterschiede. Der Norden häufiger etwas mehr von dieser Meeresluft geprägt, der Süden mehr unter Hochdruckeinfluss. Deswegen, wenn wir uns den Norden anschauen, sehen wir ganz gut zunächst mal Anfang der nächsten Woche wohl dieses sehr milde Wetter, teilweise zweistellige Temperaturen, dann zum Wochenende, zum übernächsten Wochenende eher runtergehende Temperaturen. Aber ihr seht an den Tageshöchstwerten, das ist natürlich die Temperatur immer tagsüber geht es etwas rauf, nachts geht es natürlich etwas runter. Eigentlich logisch, das sind diese Peaks, die man sieht. Aber von den Temperaturen auch bei diesem kälteren Wetter eher maximal um die 5, 6 Grad tagsüber und nachts vielleicht dann auch mal Frost. Im weiteren Verlauf nimmt das Rauschen natürlich zu, das heißt die Linien gehen weiter auseinander. Aber auch hier, es ist praktisch kaum eine Lösung dabei, die auch mal Dauerfrost rechnet. Das heißt richtig kaltes Wetter. Natürlich sind auch mal Lösungen mit Nachtfrost dabei. Aber im Großen und Ganzen sieht man hier auch jetzt mal stellvertretend für den großen Norden oder die Nordhälfte oder das norddeutsche Tiefland, wie man es haben will. Es ist im Grunde auch hier in diesen Ensembles erstmal bis etwa Mitte Februar kein richtiges nachhaltiges Winterwetter in Sicht, was ja eben auch eben der Blick auf die Großwetterlage bestätigt hat. Schauen wir kurz das Ganze nochmal für den Süden an, wo es ja doch manchmal etwas anders ist mit dem Wetter, stellt sich aber gar nicht ganz so anders dar. Wir sehen auch hier zurückgehende Temperaturen zu Beginn der nächsten, im Laufe der nächsten Woche erstmal mild, dann sehen wir, dass es runtergeht zum übernächsten Wochenende, eine leichte Abkühlung, auch
nichts Hochwinterliches, kein Dauerfrost. Und im weiteren Verlauf ist hier doch recht interessant, dass viele Lösungen hier sogar im Süden, ich verrate euch mal, das ist natürlich der Gitterpunkt München, den ich hier herausgesucht habe, dass sogar recht einige Lösungen so auf 8 bis 10 Grad plus sogar wieder hochgehen. Wir sehen zum Ende hin, steigen diese Ensembles hier viele Lösungen wieder an mit Tageshöchstwerten im deutlichen Plusbereich, teilweise sogar zweistellig. Also man muss auch hier sagen, es ist nach diesen Ensembles, nach diesen, ja, hier sind ja 52 Lösungen drin, ist auch kein markanter, deutlicher Wintereinbruch für Februar hier im Süden zu sehen. Ihr könnt natürlich diese Ensembles auch für euren Ort schauen. Wir haben alle Wettermodelle, alles, was ich hier zeige, auch bei uns auf der Website auf kachelmannwetter.com. Wie immer Link in den Infokarten oder auch unter dem Video hier kommt ihr zu unserer Website. Ich wünsche euch damit nochmal ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis dann und ciao.